Corona verschwindet langsam aus dem Alltag. Ein Land atmet auf. Aber nicht alle können das Leben wieder so unbeschwert genießen. Einige haben Schulden. Es ist zu befürchten, dass Armut und Ungleichheit zunehmen. Ich habe so gut gelebt für mich. Es hat gereicht. Nur eben jetzt durch Corona habe ich gar nichts mehr. Und könnte mir noch nicht mal das Günstigste leisten, einen Espresso da jetzt zu trinken. Dann heißt es ja 10% Trinkgeld. Geht gar nicht mehr. Geringverdiener und Kleinselbstständige gehören zu den Verlierern der Pandemie. Wir haben Betroffene mehrere Monate begleitet. Und als ich dann gemerkt habe, einfach, ich habe überhaupt kein Einkommen, es ist einfach null, also wirklich einfach null, was man sich, das kann man sich einfach nicht vorstellen vorher. Und dann dachte ich auch, was greift jetzt überhaupt? Also irgendwas muss ja da sein. Was die Pandemie am Ende alle kosten wird und wer vor allem den Preis zahlt, wird sich erst noch zeigen. Schuldnerberater spüren die Not schon jetzt. Also wir gehen davon aus, dass Corona sicher dazu beitragen wird, dass mehr Menschen in die Armut kommen, dass mehr Menschen einfach auch sich das Leben, gerade hier in den reichen Regionen, in den teuren Großstädten, nicht leisten können. Wird durch die Pandemie die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderklaffen? Eine Belastung für unsere Demokratie? Ich mache mir Gedanken, was macht es mit den Menschen insgesamt? Diese Perspektivlosigkeit ist ein großes Problem, auch gerade für Selbstständige oder auch für Leute, die in Kurzarbeit sind, die ja dann auch Probleme haben, ihre laufenden Kosten zu bedienen. Frühling 2021. In diesen Park geht Katharina Trutzel normalerweise gerne mit ihren Kunden. Die Fotografin ist spezialisiert auf Familienevents wie Hochzeiten. Doch noch ist nichts normal. Mitten im Lockdown macht sie nur ein paar Schnappschüsse für die eigene Homepage. Normalerweise, wir haben jetzt Ende April, hätte ich jetzt schon einige Junggesellinnenabschiede hier gehabt. Also eigentlich war jeder Samstag für Junggesellinnenabschiede gebucht. Und jetzt ist da gähnende Leere. Selbstständige Fotografin. Für die alleinerziehende Mutter eigentlich ein idealer Job. Die Fotos bearbeitet Katharina Trutzel zu Hause. So kann sie sich die Zeit einteilen zwischen Kind und Beruf. Im März letzten Jahres war die Auftragslage noch gut. Doch dann? Juli hatte ich 132 Euro letztes Jahr. August 800, September 1700, Oktober 170 Euro, November 840, Dezember 230. Ich habe so Junggesellinnenabschiedsanfragen für Juni, zwei Stück. Ansonsten der ganze Rest ist eigentlich wirklich spontan. Durch das Auf und Ab der verschiedenen Lockdowns kommen auch in ihr kleines Fotostudio nur noch sporadisch Kunden. Die ersten Corona-Hilfen hat sie längst beantragt, um Miete und Lebensunterhalt bestreiten zu können. Doch dann erfährt sie, so wie viele Solo-Selbstständige, dass sie nur Betriebskosten damit decken darf, die sie kaum hat. Ich kam mir vor wie so ein hilfloses Kind, was dasteht und irgendjemanden braucht, der jetzt sagt, okay, wir machen das jetzt so und so. Und es war gar nichts da. Ich weiß, dass meine Mutter damals meinte zu mir, dann musst du wahrscheinlich jetzt Hartz IV beantragen. Und ich dachte, nee, das, warum denn? Also, nee, das auf keinen Fall. Wozu auch? Also, ich hab ja meinen Job und ich komme ja damit auch über die Runden. Also, ich geht's doch nicht. Mich arbeitslos melden und dann einen Job suchen müssen, obwohl ich doch eigentlich kann. Es wurde dann doch Hartz IV. Da sie aber immer wieder Kleinverdienste hat, muss sie das mit der Unterstützung verrechnen. Völlig überfordert sucht sie Hilfe bei der Schuldnerberatung. Hat sie sich jemals vorstellen können, dass sie dort eines Tages hingehen wird? Im Leben nicht. Nie wäre ich da drauf gekommen. Also die ganze Situation ist total absurd für mich. Bei Katharina kommen noch alte Schulden dazu, die sie durch BAföG und einen Aufbaukredit bereits hatte. Vor Corona hat sie die Raten dafür noch abbezahlen können.
So, hallo, grüße Sie. Bitte schön, kommen Sie daher. Hinzu kommen Krankenkassenbeiträge, die die selbstständige Fotografin ganz allein schultern muss, ohne Zuzahlung eines Arbeitgebers. Auch mit diesen Zahlungen gerät sie in Rückstand. Alles in allem hat sich so ein Schuldenstand von mehreren 10.000 Euro angehäuft. Private Konsumschulden sind keine dabei. Die Schuldnerberater Nadja Fiedler und Robert Moorfeld haben erst einmal alle Ausstände sortiert. Von daher ist die Überlegung, die wir ja beim letzten Mal schon angerissen haben, als Lösung unter Umständen die Einleitung von einem Insolvenzverfahren. Das wäre im Prinzip, das sehe ich auch so wie der Herr Moorfeld, im Augenblick die beste Möglichkeit für Sie. Weil alles andere hieße ja entweder, Sie würden weiter Ratenzahlungen leisten müssen, die Sie in der Höhe nicht aufbringen können, schon gar nicht, wenn dann die anderen Gläubiger noch dazukommen. Oder Sie würden Ihr Leben lang mit den Schulden vermutlich rumlaufen. Und beide sind keine Perspektiven, die man gerne in Kauf nimmt, wenn es noch eine bessere dritte Alternative gibt. Und die heißt Privatinsolvenz. Katharina wird aufgeklärt, dass sie in 3 Jahren schuldenfrei wäre. Doch davor muss sie alles abgeben, was sie über einen gewissen pfändungsfreien Betrag hinaus verdient. Hat sie damit ihr Leben an die Wand gefahren? Ist schon eher so ein Anti-Wort, also nicht wirklich, was man hören möchte. So wie eine blöde Diagnose beim Arzt? Ja, genau, das ist ein ganz guter Vergleich, ja. Ja, es fühlt sich immer so an, als wäre man einfach nur desinteressiert gewesen, hätte sich nicht gekümmert, hätte keine Lust gehabt und ja. Katharinas Fall ist kein Einzelschicksal. Während der Pandemie haben sich die Anfragen erhöht, wie bei allen gemeinnützigen Schuldnerberatungen in ganz Bayern. Wir merken einfach, dass es viel mehr Menschen gibt, die zu uns kommen. Und was uns eben Sorgen macht, das ist, dass der vermeintlich stabile Mittelstand auch immer weiter ins Rutschen kommt. Und das ist für die Menschen ein Problem, das ist aber auch für die Gesellschaft ein Problem. Und es macht uns schon Sorgen. Eine weitere Welle wird auf die Schuldnerberater zukommen. In Deutschland ist die Dauer einer Privatinsolvenz von 6 auf 3 Jahre verkürzt worden und damit an EU-Recht angeglichen. Wie viel Geld wird Katharina behalten dürfen, wenn sie sich zu einer Insolvenz entschließt? Das richtet sich beim Einkommen nach der Pfändungstabelle, nach der ZPO. Bei unserer Klientin wären das dann 1.630 Euro. Das ist dann das Einkommen, mit dem die Familie zurechtkommen muss. Da ist alles, davon muss man alles finanzieren, die Miete, das Essen, die Kleidung, Schulmaterialien und so weiter. Hallo Frau Volkmann, Sie haben was für mich? Ja, der Klient hat Unterlagen für Sie abgegeben. Okay, oh je, ja, alles klar. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Stapelweise Mahnungen. Klienten, denen ihre Schuldensituation über den Kopf wächst, betreuen die Schuldnerberater schon immer. Das Phänomen Kopf in den Sand stecken kennt Nadja Fiedler. Das schaut heftig aus, ja, das ist richtig. Ich würde mal sagen, daraus spricht die pure Verzweiflung. Doch mittlerweile kommen durch Corona ganz neue Schuldner dazu. Kleinselbstständige, die Schulden aufgrund von Investitionen haben und deren Lebensentwürfe nun durcheinander geraten. Das setzt uns auch in der Beratung ein bisschen unter Druck, weil wir bislang mit Selbstständigen nichts zu tun hatten. Und jetzt kommen die immer mehr, immer verstärkt zu uns mit ganz speziellen Problemen. Bayernweite Zahlen fehlen noch. Doch die Zunahme der ratsuchenden Klienten allein bei der Christophorus-Schuldnerberatung in Würzburg zeigt die steigende Tendenz. Ein Beratungsbedarf, auf den die Schuldnerberater so nicht vorbereitet sind und der jetzt auch noch auf strenge Hygieneregeln trifft. Das ist hier unser Anmeldebereich, unser Wartebereich. Normalerweise haben wir am Donnerstag offene Sprechstunde, da ist der ganze Gang bis hinter normalerweise voll. Ein niederschwelliger Zugang ist wichtig beim Tabuthema Schulden. Doch nun dürfen sich hier Klienten nicht mehr aufhalten.
Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Wartefristen steigen. Normalerweise sind so 4 Wochen höchstens. Jetzt sind es mindestens 6, 7, manchmal auch 8 Wochen, je nachdem. Letzter Ausweg, die Wohnungslosenunterkunft. In dieser Gemeinschaftsküche fängt jeder Tag für Mario Schmidt an. So nennen wir unseren Protagonisten, der anonym bleiben will. Seit die Pandemie in Deutschland ganze Branchen jäh ausgebremst hat, hat Mario Schmidt weniger Arbeit im Sicherheitsgewerbe. Er kann seine Miete nicht mehr zahlen, verliert seine Wohnung. Seine Zuflucht, das Heim vom Internationalen Bund in München. Ja, also es ist klein. Ich muss erstmal nach und nach alles auspacken. Wird schon irgendwann mal wohnlich, denke ich mal. Ja. Dauert halt Zeit, bis man sich dann eingelebt hat. Wenn ich jetzt ohne Obdach wäre, ich bin froh, dass ich hier bin, dann wäre ich auf der Straße, hätte ich ja gar nichts. Könnte ich mir nicht mal einen Kaffee machen. Seit April lebt Mario Schmidt nun auf 18 Quadratmetern. Beim Auszug aus der letzten Wohnung konnte er fast nichts mitnehmen. Über 10 Jahre hatte er dort gelebt. In seinem neuen Zuhause ist kein Platz für seine alten Möbel. Das ist, der Schock kam eigentlich dann, als man dann alles zusammengepackt hat. Was alles angesammelt hat in den 4 Jahren und was man alles zurücklassen muss. Erinnerungsstücke, ja, eine Couch, die ich von meiner Mutter damals gekriegt habe beim Einzug. Das ist was, Ewigkeiten alt, ein Tisch. Also man kann ja nichts mitnehmen. Und das, wie gesagt, das ist dann schon der Schock. Man sieht das dann und sagt, schade, das tut weh. Seine Schulden haben mit einem kleinen Kredit begonnen. Mario Schmidt war von Halle nach München gezogen, brauchte Geld für seine Wohnungseinrichtung und für die Beerdigung seines Vaters. Der Lohn als Sicherheitsmann reichte vorne und hinten nicht aus für alle Kosten und die Ratenzahlungen. Ich habe früher keine so schlimmen Briefe gehabt, also Mahnungen, so viele hatte ich nie gehabt. Ich hatte auch schon einige Mahnungen, aber nicht so viele, es werden immer mehr. Und Gerichtspost habe ich auch nie gehabt früher. Jetzt kommt Gerichtspost ohne Ende. Ja, das ist schon schlimm. Ich sehe eigentlich nur ein tiefes schwarzes Loch, wo ich reinfalle. Ja, es wird immer tiefer, immer schwärzer. Man sieht, hat kein frohes Leben mehr. Alles nur noch trist. Tief und weg. Und ob man da wieder rauskommt, das ist die Frage. Ich will zahlen, ich will meine Rechnungen und meine Schulden loswerden, sage ich mal. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die Rechnung muss ich aufheben, aufschreiben, muss noch gezahlt werden. Ich will sie weghaben. Heute muss Mario Schmidt die Bettwäsche wechseln. In diesem Gang teilt er sich das Bad und die Küche mit 3 weiteren Mitbewohnern. Zudem steht heute ein Treffen bei der Sozialberaterin Barbara Blome an. Ein Pflichttermin für alle Bewohner in dieser wohnungslosen Unterkunft, dem auch er sich unterziehen muss. Meld mich wie befohlen. Alles hat hier seine Ordnung und Mario Schmidt hält sich auch strikt an alle Regeln. Heute ist die Miete fällig, fast 540 Euro. Damit haben Sie dann tatsächlich noch ein Guthaben. Bin begeistert. Wir sparen. Ja, das fängt doch gut an mit uns beiden. Ja, das ist gut. So, Sie haben ja heute um 12:30 Ihren Termin, genau, beim KVR. Aber ja. Diese polizeiliche Anmeldung, die hätte ich gern. Ja, die will mein Arbeitgeber auch haben. Die fotografiere ich ab für meinen Arbeitgeber. Und Sie kriegen das Original vorgelegt. Die Sozialberaterin unterstützt die Klienten in ihrem Alltag, dem sie oft allein nicht mehr gewachsen sind. Er ist ja noch ganz neu hier. Es ist ja heute der 15. Tag. Wir haben einen Sozialwohnungsantrag gestellt. Wir haben seinen Schuldnerberater angeschrieben, haben nachgefragt, wie aktuell die Sachlage ist. Wir haben ihn angemeldet für den Impftermin. Das ist mir wichtig, damit wir irgendwann mal wieder ein bisschen in die Normalität kommen. Er ist ja sehr freundlich. Er ist ja sehr kontaktfreudig und es ist natürlich so, ich meine, als Sozialarbeiterin ist meine große Arbeit auch, Zuversicht zu vermitteln, ja, und meinen Menschen auch ein bisschen Hoffnung zu geben. Maximal 18 Monate darf er nun hier bleiben.
Im Anschluss an den Termin macht sich Mario Schmidt auf den Weg zum Kreisverwaltungsreferat. Wer es versäumt, sich rechtzeitig anzumelden, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Bußgelder drohen. Für viele eine Negativspirale. Mario Schmidt will sich nicht gehen lassen, sein Leben wieder in den Griff bekommen. Wie war's denn? Hallo. Aufreibend. Erstmal wartet man Ewigkeiten da oben in dem Vorzimmer. Aber alles gut. Ich habe ja schon Angst gehabt. Weil es heißt ja, innerhalb von 14 Tagen muss gemeldet sein. Und die 14 Tage sind ja abgelaufen. Ja, aber das ist bei Corona-Zeit kein Problem. Wie fühlen Sie sich mit dem allen? Zum Glück nicht verlassen, weil ich ja die Sozialberaterin habe. Aber ich sage mal so, irgendwie manchmal hilflos. Und da muss ich immer anrufen, hallo, können Sie mir helfen? Ja, irgendwie überfordert, kann man schon sagen. Geschlossene Geschäfte, wie sie im April 2021 noch wegen hoher Inzidenzzahlen waren, sind für Mario Schmidt weniger ein Problem. Trotz festem Job im Sicherheitsgewerbe, und dies seit 20 Jahren, ist Shoppengehen für ihn nicht drin. Nur dank Weiterbildungen kommt er inzwischen auf einen Stundenlohn von 13,60 Euro. Sein Einkommen berechnet sich aber nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Und die sind augenblicklich in der Sicherheitsbranche pandemiebedingt gezählt. Ich habe kein Geld mehr zum Essen und zum Trinken kaufen, musste andere fragen, ob ich was bekomme. Ja, Mama schickt mir noch Geld und so weiter. Das ist ganz, ganz schlecht. Man ist, fühlt sich ganz weit unten durch das wenige Geld. Ja, und diese Arbeitszeiten, man geht ja gerne arbeiten. Also ich zumindest gehe gerne arbeiten, andere mit Sicherheit auch, um Geld zu verdienen, um zu überleben, um eine Beschäftigung zu haben. München zieht viele finanzstarke Unternehmen an und damit hochbezahlte Jobs. Doch Mario Schmidt profitiert nicht davon. Im reichen München langt sein Geld kaum zum Überleben, obwohl sein Stundenlohn sogar über der Niedriglohnschwelle von derzeit 11,40 Euro brutto liegt. Mit dem Beginn der Arbeitsmarktreformen im Jahr 2003 stieg der Anteil der im Niedriglohnsektor Beschäftigten sprunghaft an. Durch die gute Konjunktur der Vor-Corona-Jahre lässt sich ein Rückgang verzeichnen. Doch 7,4 Millionen Bundesbürger arbeiten 2019 immer noch im Niedriglohnsektor. Das ist jeder Fünfte. Minijobs und Niedriglohn. Für viele kein Sprungbrett, sondern eine Sackgasse. Die damals regierende rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder wollte mit der Liberalisierung des Arbeitsmarktes die hohe Arbeitslosigkeit senken. Soziologen sehen das heute kritisch. So Strukturen wird man so schnell eben auch nicht wieder los. Und mein Gefühl ist schon, dass die Dringlichkeit nicht gesehen wird und dass teilweise wirklich gerade für die alleruntersten Einkommensgruppen zu wenig getan wird. Es hat ewig gedauert, bis man sich mal dazu durchringen konnte, den Hartz-IV-Satz zumindest einmalig aufzustocken in der Pandemie. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wirklich arme Menschen nicht ausreichend im Bewusstsein der politischen Akteure und Akteurinnen sind. Welche Schlüsse zieht das politische Berlin im Wahljahr? Ist es Zeit, eine neue Gerechtigkeitsdebatte zu führen? Jetzt, wo Corona die Situation zuspitzt für die unteren Einkommensgruppen? Der führende Sozialpolitiker der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sieht die Verantwortung nicht bei seiner Partei. Die Union ist nicht der Erfinder des Niedriglohnsektors. Sie ist auch nicht der Erfinder der Ich-AGs und so weiter. Nein, wir wollen qualifizierte und gut bezahlte Beschäftigung. Also, dass überhaupt so ein Niedriglohnsektor in Deutschland entstanden ist, ist ein gemeinsames politisches Versäumnis. Ich gehöre nicht zur Fraktion, alles schönreden und es sind immer nur die anderen gewesen. Die Frage ist, erkennt man den Fehler am Ende auch? Wir haben ihn erkannt mit der Einführung des Mindestlohnes und jetzt steht der nächste Schritt an, nämlich ein armutsfester Mindestlohn und zwar am besten auch in der gesamten Europäischen Union und nicht nur in Deutschland. Mit einem armutsfesten Mindestlohn meint Kevin Kühnert die Forderung seiner Partei im Wahlprogramm, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen. Der noch Koalitionspartner geht da nicht mit, sondern verweist auf die unabhängige Mindestlohnkommission.
Jede freie Minute verbringt Ufi Baumer im Schrebergarten einer Freundin. Ach, wie schön. Meine Lieblingsparadies. Auch Ufi Baumer hat seit vielen Jahren Schulden, die durch die Pandemie noch zugenommen haben. Menschen mit Migrationshintergrund sind finanziell von der Pandemie oft besonders betroffen. Ende der 90er Jahre kommt Ufi Baumer mit ihrem deutschen Mann, den sie in Samoa kennengelernt hat, nach München. Erst als es schon zu spät ist, dämmert ihr, was das One-Way-Ticket für sie bedeutet. Ich lag im Bett und ich frage mich, was mache ich hier? Ich soll wieder zurück, wo ich hingehört. Ich habe hier gar nichts. Die ganze Zeit, ich war so heimweh. Ja. Ohne Ausbildung, ohne Sprachkenntnisse lebt sie hier. Und ohne ihre zwei Kinder, die sie bei ihren Eltern in der Heimat zurückgelassen hat. Doch Ufi Baumer kämpft, findet einen ersten Aushilfsjob in einer Bäckerei, arbeitet als Zimmermädchen. Die Ehe ist unglücklich und Ufi Baumer trennt sich. Nun möchte sie ihre Söhne zu sich holen aus Samoa. Doch die Flüge und alle Einreiseformalitäten kosten viel Geld. Da war mir schon sehr lange in Gedanke, eine Kredit zu genommen, weil ich habe immer gedacht und nachdenke, meine Kinder, meine erwachsenen Kinder in Deutschland zu holen, dass das Leben hier zeigen, dass man nicht reich und auch, dass man zeigen, wie schwer man arbeitet, um das Geld zu verdienen und nicht Geld hängen oben in der Baum. Sie bekommt den Kredit, umreißt aber nicht, dass sie hohe Zinsen dafür bezahlen muss. 17%. Ufi Baumer ist zu der Zeit unregelmäßig beschäftigt, muss ihren Dispo-Kredit überziehen und schickt trotzdem noch Geld zu ihrer Familie nach Samoa. Es belastet mich wegen die Hörzinsen und nicht die richtige Richtung von Erklärung, dass man 100% versteht. Ich ärgere mich über dieses Thema, über diese, warum das ich getan habe. Ich getan wegen aus Liebe, dass ich meine Jungs hierher zu holen. Ja. Inzwischen arbeitet Ufi Baumer am Flughafen. Seit 4 Jahren ist sie fest angestellt. Darauf ist sie stolz. Allerdings ist es nur eine Teilzeitstelle. Typisch für die Beschäftigungssituation von Migranten, erst recht von Frauen. Jetzt ist sie auch noch in Kurzarbeit wegen Corona. Dementsprechend knapp ist das Geld. Das ist ja die andere Bar, gehört uns, die Arresto. Und ist leider ist geschlossen wegen Corona. Das mache ich sehr gerne hier in diesem Platz, weil ich habe sehr viele verschiedene Menschen der Welt kennenlernen. Und es macht mir jeden Tag Spaß. Der Flughafen ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich nehme ihn wie mein zweites Zuhause hier, weil wenn ich die Flugzeuge sehe, die nehmen Teile von mir, dass ich mitfliege, weil ich kann nicht immer leisten, so teuer die Flug zu meiner Heimat. Für Ufi Baumer war es ein langer Weg zu einer Festanstellung. Endlich fühlt sie sich angekommen. Ich wollte mein eigenes Geld zu verdienen, weil ich bin selbstständig und ich wollte von meiner eigenen Kraft mein eigenes Geld zu verdienen. Ihre 13-jährigen Zwillinge aus einer späteren Beziehung leben noch bei der Alleinerziehenden. Das Kurzarbeitergeld ist für sie eine große Hilfe, auch wenn es kaum reicht. Es bedeutet mir sehr viel. Das ist die Sicherung für mich. Dass ich immer noch Krankenversicherung, wenn ich und meine Kinder krank sind. Und auch, dass ich noch was dazu positiv noch kommen, obwohl dass ich nicht arbeiten gehe. Das Kurzarbeitergeld ist ein Modell, um das uns viele Länder beneiden. Die Sozialwissenschaftlerin Bettina Kohlrausch hat an aktuellen Studien mitgewirkt, die untersuchen, ob Corona die soziale Ungleichheit verschärft. Sie sieht bei diesem Instrument, das hilft, Menschen in Arbeit zu halten, noch Verbesserungspotenzial.
Ich finde es sinnvoll, dass es was gibt wie das Kurzarbeitergeld. Ich finde es auch sinnvoll, das als Lohnersatzleistung zu organisieren. Aber ich würde empfehlen, wie es in Frankreich zum Beispiel auch ist, dass man da eine Untergrenze im Sinne eines Mindestkurzarbeitergeldes einführt. Zu Hause bei Ufi Baumer. Heute ist Sonntag und ihr ältester Sohn Douglas ist zu Besuch. Es ist inzwischen Anfang Mai und die jüngeren Söhne Jason und Jimmy sind unter der Woche noch im Homeschooling. Ufi Baumer ist froh, dass Douglas gelegentlich auf sie aufpasst. Nur finanziell kann er seine Mutter nicht unterstützen. Auch Douglas verdient zu wenig, um ihr während der Pandemie unter die Arme zu greifen. Die Schulden lasten weiter auf ihr. Natürlich von Anfang an, ich habe mir so gedacht, ja, wenn ich jetzt diese 10.000 Euro ausleihen, dass ich dann helfe, meine Kinder hierher zu bringen. Und ich war so froh, dass ich auf einmal in meinem Leben so viel Geld. Und ich dachte, und ich habe nichts mehr nachgedacht, was hinter diese 10.000 Euro. Wenn die sagt, 17%, dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja wenig. Aber das habe ich wirklich nicht richtig verstanden. Ufi Baumer sucht die Schuld bei sich. Doch warum ist es erlaubt, dass eine Bank Kredite vergibt, ohne Sicherheiten zu verlangen? Und warum sind überhöhte Zinsen nicht sittenwidrig? Die Privatinsolvenz ist für die Familie nun ein Rettungsanker. Mhm. Guten Appetit. Wenn ich alles erledige und ich fange wieder mit Null an, würde dann auch nie wieder passiert. Da habe ich diesen Schritt in meinem Leben sehr viel gelernt darauf. Und würde ich dann jetzt auch so weiter verbleiben, dass nichts mehr zur Bank gehen und Geld fragen. Niemals. Über die Hälfte der Klienten der Münchner Schuldnerberatung haben aktuell einen Migrationshintergrund. Auch sind die Einkommensverluste während der Pandemie bei Migranten besonders hoch. Woran liegt das? Ich persönlich kann das eigentlich nur mit Diskriminierungsprozessen erklären und finde es auch nicht so ganz unplausibel. Da, wo der Arbeitsmarkt enger wird, wo der Druck größer wird, greifen dann eben auch verschärfte Ausgrenzungsmechanismen. Und da ist es eben nach wie vor so, dass bestimmte Gruppen besonders diskriminiert sind. Anfang Mai. Mario Schmidt ist noch immer wohnungslos. Auch er möchte seine finanziellen Probleme endlich mit Hilfe einer Schuldnerberatung anpacken. Unterwegs ist er immer nur öffentlich. Doch selbst das Monatsticket ist für ihn derzeit ein großer finanzieller Posten. Ja, das muss ich haben. Das ist ja das Erste, was man kauft. Fahrkarte, damit man zur Arbeit kommen kann. Kostet 57 Euro. Sonst kann man kein Geld verdienen. Man muss ja zur Arbeit kommen. Auf den Termin bei der Arbeiterwohlfahrt musste er lange warten. Denn der Andrang ist bei den gemeinnützigen Münchner Schuldnerberatungsstellen hoch. Mario Schmidt ist froh, dass das Angebot kostenlos ist. Kommen Sie rein. Dankeschön. Für ihn hängt viel vom Verlauf des Gesprächs mit seiner Beraterin Inge Brümmer ab. Er möchte unbedingt eine Privatinsolvenz. Doch passen dafür die Voraussetzungen? Jetzt der erste Termin geht ja dazu, dass wir erstmal uns einen Überblick gewinnen. Dass wir mal schauen, was sind so die Rahmenbedingungen und dass wir dann anschließend zu den Details kommen. Gibt es dann schon einen Antrag auf Sozialwohnung oder so? Haben wir schon gestellt. Ist alles schon gestellt, weil das ist natürlich dann wichtig, weil es geht zwar hier um Ihre Schulden, aber es geht natürlich auch um Ihre grundsätzliche Existenzsicherung. Inge Brümmer muss erst einmal verstehen, woher die ganzen Schulden kommen. Neben dem Kredit und den hohen Zinsen belasten ihn Telefonverträge. Sein Verdienst liegt seit Beginn der Pandemie in manchen Monaten unter 1.000 Euro. Die Schulden, insgesamt die Schuldenhöhe, wie hoch schätzen Sie die? Ja, könnte schon 50.000 sein jetzt. Okay. Es wurden ja immer mehr. Ja? Irgendwann habe ich keine Übersicht mehr darüber gehabt, wer kriegt jetzt überhaupt noch wie viel. Ja. Ja? Und ich habe keinen Überblick mehr und deswegen brauche ich Hilfe. Und da sehe ich das eben nur mit einer Privatinsolvenz, dass man dann nur einen hat, an dem man zahlt. Ja. Dann habe ich nur den einen, dann kriegt er das Geld und der Rest ist dann erstmal Nebensache. Da kann ich meinen Gedanken, sagen wir mal, meine grauen Zellen, die ich noch habe und die ich noch länger haben möchte, für was anderes hernehmen. Auch die Schuldnerberaterin Inge Brümmer macht die Erfahrung, dass Corona besonders Klienten mit einem geringen Verdienst trifft, weil sie keine Rücklagen bilden können.
Die Pandemie verstärkt in ihren Augen die Gefahr, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch stärker auseinandergeht. Der Niedriglohnsektor ist ein Bereich, aus dem viele Leute, wo bei vielen Menschen Schulden entstehen, weil natürlich das Geld, was ich in dem Bereich einnehme, gerade für meine laufenden Ausgaben reicht. Da kann ich nicht groß noch was ansparen. Ich kann keine besondere Ausgaben, wenn ich ein neues Handy brauche, wenn ich einen Kühlschrank brauche, der kaputt gegangen ist, wenn ich irgendwelche Sonderausgaben habe, kann ich das in der Regel nur über einen kleinen Kreditvertrag finanzieren. Eine Problematik mit sozialer Sprengkraft. Braucht es erst eine Pandemie, damit die politisch Verantwortlichen den Ernst der sozialen Lage wahrnehmen? Tatsächlich lässt sich bereits seit den 80er Jahren eine Zunahme der relativen Armut beobachten. Auch der Anteil der besonders Wohlhabenden nimmt stetig zu, wohingegen der Mittelstand ausgedünnt wird. Lässt sich damit eine gewisse Tendenz zur Spaltung in der Gesellschaft erklären? Denn ausgerechnet im Pandemiejahr 2020 sind die Superreichen weltweit noch reicher geworden. So auch in Deutschland. Ein paar Fakten. 10% der Bundesbürger besitzen derzeit 2/3 des gesamten Vermögens. Die Privatvermögen sind um fast 400 Milliarden Euro gestiegen. Auch die Zahl der Milliardäre hat zugenommen. Wo bleibt da die Solidarität? Wäre es nicht vernünftig und gerecht, im Corona-Jahr die Vermögenden in die Pflicht zu nehmen? Was meint die Union? Also wenn man aus einer solchen Krise schnell herauskommen will, dann sind Diskussionen über Steuererhöhungen oder über die Erhöhung von Sozialversicherungsbeiträgen Gift. Das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen rate ich dringend, davon wegzubleiben. Es wird schon auch darum gehen, eine Vermögenssteuer in Deutschland zu reaktivieren. Dazu bekennen wir uns, weil Deutschland im internationalen Vergleich Vermögenswerte so gering besteuert wie kaum ein anderes Land. Und so geht das im Moment auseinander. Einkommen werden sehr ordentlich besteuert in Deutschland, Vermögen sehr wenig. Und wir würden gerne, dass die meisten Einkommen entlastet werden. Doch was würde Mario Schmidt konkret helfen? Er braucht zuerst einmal eine billige Wohnung. Und das in München. Eine Einzimmerwohnung würde ihm völlig genügen. Doch das Angebot ist auch heute rar. Wie schwer ist das jetzt mit der Wohnungssuche? Ganz schwierig, wenn ich jetzt kein Geld habe, um überhaupt eine Kaution zusammenzusparen. Ja, da habe ich gar keine Möglichkeit. Und das ist ja das, was man erstmal braucht. Bevor man eine Wohnung kriegt, muss man erstmal Geld hinlegen. Einige Zeit wird er sich hier noch alles teilen müssen. Die Küche, das Bad. Es ist nicht so schlimm. Aber es ist nicht das, was ein Heim bringt. Also ein Heim sagt mir, ich bin geborgen. Ich habe Geborgenheit, es ist mein Zuhause, es sind meine vier Wände, wo ich drin, sage mal, mich geborgen fühle, wo ich dann nach getaner Arbeit meinetwegen mich ausstrecken kann oder mal Freunde einladen kann oder wie auch immer. Ja, das eigene Heim, das ist das, was man nicht hat. Doch Mario Schmidt hat jetzt immerhin eine Perspektive vor Augen. Ja, ich will jetzt die Privatinsolvenz durchbringen, wenn ich die habe, mir eine kleine Wohnung suchen und dann von null anfangen, ohne kompletten Schulden, ohne irgendwas. Die Fotografin Katharina Trutzel hat wenigstens kein Wohnungsproblem, aber die Schulden drücken immer noch. Auch im Mai hält der Lockdown an und die Auftragslage der Solo-Selbstständigen hat sich nicht verändert. Sie lebt zusammen mit Sohn und Katzen, Tierarztrechnungen inklusive, 700 Euro im letzten Jahr. Ja, mit den Katzen ist natürlich, man hat so im Hinterkopf dieses, ja, warum hat sie denn überhaupt Haustiere, wenn sie nicht 3 Millionen im Rücken hat? Aber das ist dann einfach so. Leander? Mit dem 13-jährigen Leander bewohnt Katharina Trutzel eine 2-Zimmer-Mietwohnung. Ein bescheidener Urlaub war manchmal drin. Doch mit einer Insolvenz bleiben der kleinen Familie monatlich gerade mal 1.630 Euro. Miete, alle Extras eingeschlossen. Und was musst du jetzt alles machen für die Schule?
Also Hausaufgaben habe ich das vierte Mal wieder nicht aufbekommen. Ja, also halt. Natürlich ist auch bei Katharina und Leander Homeschooling das tägliche Thema. Aber redet sie mit ihrem Sohn auch über ihre finanziellen Sorgen und die anstehende Entscheidung Privatinsolvenz, ja oder nein? Ich sage ihm natürlich schon, dass ich gerade kaum Aufträge habe. Wenn dann wieder welche da sind, sage ich, du, da kommen jetzt Aufträge, da muss ich jetzt dranbleiben und ich muss es jetzt schnell durchziehen und mitnehmen, solange es eben jetzt gerade wieder geht. Ich fühle mich dann wohler damit, wenn es für ihn größtenteils so bleibt, wie es war. Bis letztes Jahr, ist jetzt auch schon eine ganze Weile, wo sich das so durchzieht. Aber ich versuche da schon, möglichst viel von ihm wegzuhalten. Unterwegs zu ihrer besten Freundin, einer Tattoo-Ladenbesitzerin. Ein Fotoshooting als Freundschaftsdienst. Sozusagen, ja. Also bei ihr ist er, ich würde sagen, noch ein bisschen schlimmer als bei mir. Und von daher mache ich das auch ganz gerne so. Sie will nicht im Nichtstun verharren. Lieber hilft sie Freundin Maike mit Fotos, die diese später auf ihre Homepage stellen kann. Maike Bartram darf seit August letzten Jahres ihr Studio nicht mehr für Kunden öffnen. Insgesamt? Ja. Natürlich ist für die beiden ihre berufliche Situation das bestimmende Thema. Wie sieht es bei dir jetzt noch die Woche aus? Bist du noch ganz frei? Ja. Geht's dir wie mir? Dennoch, das Thema Schulden und Privatinsolvenz ist schambehaftet, selbst unter besten Freundinnen. Haben Sie ihr auch von der Beratung erzählt? Nur ein ganz kleines bisschen. Also ich habe erst vor kurzem so den allerengsten Freunden von mir erzählt, dass ich überhaupt Schulden habe. Das habe ich so nebenbei fallen lassen. Aber ich glaube auch erst, als ich es von anderen Freunden wieder gehört habe. Oh, bei uns, wir haben jetzt so und so viel 1000 Euro Schulden und dann der nächste, ja, ich bin bei der Bank jetzt so und so weit. Und dann hat man sich dann auch so getraut, dann zu sagen, okay. Weil es eben bei allen, die ich kenne, nicht an persönlichen Sachen liegt, sondern wirklich eben jetzt durch die ganze Lage. Wir haben viele Selbstständige, die kommen ganz gut über die Runden, aber die können solche Krisen nicht alleine abpuffern. Und da muss man darüber nachdenken, wie kann man den sozialstaatlichen Schutz, den wir abhängig Beschäftigten ja bieten, eigentlich auch dieser Gruppe anbieten oder wie kann man Zugänge da erleichtern? Generell stellt sich nach dieser Krise natürlich die Frage, müssen wir nicht vieles, was wir zu deutschem Standard rechnen, überprüfen? Ist es richtig, dass für Selbstständige und auch für Soloselbstständige es keinerlei Regeln zur sozialen Absicherung gibt? Und da ist mir das Allerwichtigste, dass wir jeden Selbstständigen künftig zu einer Altersvorsorge verpflichten. Also es ist bisher für viele unattraktiv gewesen, aus der Selbstständigkeit heraus in die Rente einzuzahlen, weil das astronomische Summen waren. Das wird jetzt gesenkt, das ist gut. Aber unser Ziel muss natürlich sein, in allen Bereichen ein Versicherungssystem für alle Erwerbstätigen zusammen zu haben. Und das muss dann auf Dauer auch heißen, auch die Selbstständigen müssen da mit rein, auch die Beamten müssen dort mit rein, auch Politikerinnen und Politiker müssen dort mit rein. Es kann kein Rosinenpicken mehr geben. Braucht es also einen Systemwechsel, um in Zukunft Solo-Selbstständige wie Katharina in Krisensituationen vor der Grundsicherung zu bewahren und später vor Altersarmut? Dringliche Themen für die Zeit nach der Pandemie. Die Grundsicherung hilft momentan. Doch mit neuen Aufträgen wird sie diese anteilig zurückzahlen müssen. Ihre Situation fühlt sich gerade an wie eine Sackgasse. Hat sie sich mittlerweile für eine Privatinsolvenz entschieden? Nächste Woche habe ich Termin und dann sehen wir weiter. Tendenz. Ich schwanke, also es ist natürlich immer noch so eine Horrorvorstellung für mich. Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, überhaupt dahin zu gehen. Und ich fühle mich auch total gut beraten und denke, das ist schon alles richtig so. Aber so der Gedanke dran, der ist schon furchtbar einfach. Weil man natürlich auch immer so dieses Versagensgefühl hat die ganze Zeit. Das ist eigentlich immer so im Hinterkopf. Ja. Auch im Juni, nach den ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen,
erfahren wir von der Fotografin Katharina Trutzel, dass ihre Auftragslage nur langsam wieder in Schwung kommt. Ihre Perspektive bleibt weiterhin ein Fragezeichen. Anders bei Mario Schmidt. Die gute Inzidenzlage und die damit verbundenen Lockerungen bescheren ihm wieder mehr Arbeit in seinem Job als Sicherheitsmann. Doch seine Schulden lösen sich deshalb nicht plötzlich im Nichts auf. Ein weiterer Beratungstermin bei der Schuldnerberaterin. Ihn drückt die Sorge, dass er für eine Privatinsolvenz zu viele Gläubiger hat. Beraterin Inge Brümmer kann ihn beruhigen. Jetzt kann ich schon mal lächeln, dass Sie mir heute so viel beigebracht haben, so viel erklärt haben, dass ich mich richtig wohlfühle. Besser als heute Morgen mit Bauchschmerzen. Ja. Ich finde es super. Vielen, vielen Dank. Mario sieht optimistischer in die Zukunft, auch wenn sie prekär bleiben wird. Ein Problem im teuren München. In dem Fall ist es halt so, bei 13 Euro bleiben bei ihm netto 1600 übrig. Er wird gepfändet. 300 Euro ungefähr gehen weg, bleiben 1300 übrig. Wenn dann die Wohnung 700 Euro kostet, 800 Euro, dann kann man ausrechnen, was noch zum Leben übrig bleibt. Das reicht zum Leben, das ist gerade ein bisschen mehr als der Hartz-IV-Satz, aber es ist nicht wirklich etwas, wo man Rücklagen bilden kann zumindest oder wo man größere Anschaffungen machen kann. Man lebt am Limit. Also die Leute erleben sozialen Abstieg in der Erwerbsarbeit. Und das ist auch subjektiv, glaube ich, einfach eine wahnsinnige Entwertung von Lebensleistungen und von Leistungen, die Menschen bringen. Und insofern, ja, das kann sich auch auswirken auf die politische Situation, auf die Stabilität der Demokratie, auf Vertrauen in demokratische Institutionen. Mario gibt dennoch nicht auf. Ein weiterer Hoffnungsschimmer. Er hat die Aussicht auf eine billigere Unterkunft. Im katholischen Männerwohnheim, einer weiteren wohnungslosen Unterkunft. Hallo. Genau, machen wir es so. Herzlich willkommen im Haus an der Pistorini-Straße. Der Einrichtungsleiter Christoph Kellner nimmt sich heute Zeit für ihn, führt ihn durch die Sozialräume. Ein Zimmer kann er nicht zeigen, er hat keines frei. Für Mario geht es jetzt erst einmal um einen Platz auf der Warteliste. Der Andrang ist größer geworden seit der Pandemie. Ach, jetzt die Hoffnung steigen immer mehr. Das ist jetzt so, als wenn ich schon die Möglichkeit habe, jetzt hier bald einziehen zu können. Ja, und das ist schon sehr gut. Dann würde ich auf jeden Fall 200 Euro pro Monat mehr zum Leben haben. Dank seines Jobs und einer günstigen Sozialprognose stehen seine Chancen gut. Ich sehe jetzt aber soweit nichts bei Ihnen, was dagegen spräche, dass Sie auf die Liste kommen. Und dann können wir Sie wahrscheinlich auch in ein paar Monaten hier einziehen lassen. Wie geht es für Mario Schmidt weiter, wenn Corona vorbei ist? Schwer zu sagen. Krisen wie diese zeigen jedenfalls, wer wenig hat, steht schnell am Abgrund. Ja, mein größter Wunsch wäre, schuldenfrei zu werden und dann wieder mal ein bisschen spazieren, meinetwegen hier irgendwo sich hinsetzen, ein Bierchen trinken vielleicht. Mein größter Wunsch erstmal, Schuldenfreiheit.